Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt machen wir weiter in der Story. Und wir werden erstmal, ich zeige euch das auf der Karte, dem lustigen Fotografen helfen. Das muss ja auch noch sein. Eben die Knarren checken, die sind in Ordnung. Oh, was haben wir da? Ne, brauchen wir nicht. Ja, wir bräuchten ja, glaube ich, eigentlich noch ein bisschen Wolle und solche Geschichten, aber das lassen wir mal lieber. Irgendwo da vorne ist der Kerl. Ja. Jo, da ist er. Und versucht wieder irgendwas zu fotografieren. So, you're still alive. Mr. Morgan. How are you? Indigestible, apparently. Aside from that, very well. How's the project going? Well, this is God's country, and I am his faithful servant. Although perhaps not his most talented one. I have been trying to capture the grace of the wild horses here for weeks. Only the buggers can't stand me. Ah. That is a silver dapple pinto. I know. Beautiful. Won't come anywhere near me, of course. He can smell my stupidity. Well, how about I drive him over? Oh, that might help. Can you be bothered? I feel like such a blunderer. Sure. Wait here. At least this time, I doubt I'll get eaten. Dann wollen wir mal. I don't know what I'd do without you. Start nagging, perhaps. So, sicherheitshalber. Mal eben hier die ganzen Knarren weg. Nicht, dass wir aus Versehen ein Pferd erschießen. Dann füttern wir hier mal eben. It's okay, girl. Just a scratch. Das Pferdchen hier. Ja. Meine Güte, wo sind die denn hin? Ah, da hinten. Warten wir jetzt großzügig. Außenrum. Dass wir so dahinter kommen. Und dann treiben wir die an. So, jetzt lauft mal los hier. Good Mustang. Come on. Lauft. Get up. Go on now, Ollie. Yeah. Das ist der Kollege, die auch schön vor die Kamera bekommt, oder? Keep moving. Go on. Look pretty doing it. Und ja, schön zusammenbleiben. Mann, sind wir nett. You are a genius. No, but I can ride a horse. Well, in my world, that makes you a genius. You're too kind. So how are the photos coming along? Oh, amazing. Here, I have a print of the wolves before they tried to eat us.
It's for you. That's real fine. Well, thank you. Take care, Mr. Mason. You too, sir. You too. Now for a few final checks. Tja, wie haben wir das gemacht? So, nehme ich jetzt. Nein, ich muss ja erstmal ein Erstpferd nehmen. Wieder die Knarren wechseln. Hütchen auf. Knarren ran. Einmal hier das Kleinkaliberteil. Einmal das hier. Und wo wir gerade hier sind. Mal eben zur Poststation. Gucken, ob wir irgendwie was verschicken können oder sogar Post abholen. Welcome, friend. So, Zug war gerade gekommen. Post verschicken, da steht es. What you got for me to send? Die Knochenkoordinaten. Hauen wir raus. I'll take care of this one for you. Hier steht Kopfgeld bezahlen. Ich habe aber doch gar keins, oder? Get a fresh start. Nee, alles super. Thanks. Idiot. Und dann werden wir jetzt in Richtung Norden reiten. Also hier rauf. Und uns hier einfach noch ein bisschen umsehen. Also ganz entspannt hier durch die Gegend reiten. Oder auch nicht, ne? Man weiß ja nie, was hier passiert. Apropos, man weiß nie, was hier passiert. Mal eben auf die große Karte gucken. Mit ziemlich sicher hier gibt's auch Saurierknochen. Da sind die Koordinaten einzeichnen. Zeige ich euch noch mal. Jetzt sehen wir das hier auch. Wir werden uns irgendwie hier in diese Richtung mal orientieren. Okay, girl. Yep. Denn es gibt hier so viel zu entdecken in der Story. Widder brauchen wir ja auch noch. Die gibt es ja hier, glaube ich, auch. Oh, wer ist er denn? Hey, that's a nice looking horse you have there. Ja, dann nehmen wir aber das hier. Faster than mine, though. Ariel's my pride and joy. How about we head to the veteran's homestead? Wo ist das? You? Sure, let's race. Erstmal das Pferd tunen, oder? All right, let's race! Der kürzt ab. Der Bösch. Ne, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen das Zweitpferd mit ranpfeifen, sonst haben wir es nämlich gleich verloren. Und hier in dieser gebirgigen Ecke, da würde ich nicht unbedingt abkürzen. Da kann man sich nämlich ganz schwer vertun. Dann bricht sich nachher hier einer die Knochen. Oder ich muss neu laden, da habe ich hier gar keine Lust zu. Da merkt ihr, man muss sich schon möglichst daran halten hier. Ab und zu das gute Pferd loben. Das
gar nicht, wo das ist, wo es hingeht. Naja, wir werden es gleich sehen. Und möglichst auch keinen Unfall bauen, dann schafft man es nämlich nicht. Nee, jetzt schlag nicht wieder das Pferd, Kollege. Not a bad race. Maybe another time. Next time, friend. Next time we'll get you. You can write that down. Bye now. Yep, yep. So, dann können wir wieder das Pferd wechseln. Girl. Und müssen auch mal ihm selbst was essen. Und schau mal, wo sind wir jetzt? Einmal schön hier im Kreis geritten. Tja. Tja, ich schon mal. Ich würde nicht nur, ich sage mal, wir machen uns hierhin auf den Weg. Und schauen uns hier noch ein bisschen um. Was sind wir denn da? Ja, das ist ein Weißwilligisch, brauchen wir nicht. Die Sache ist ja die, wenn wir jetzt einen Widder finden. War hier irgendwas? Wenn wir jetzt einen Widder finden, dann müssten wir nämlich zurück ins Lager. Vergammelt er uns ja auf dem Pferd. Und deswegen denke ich, schauen wir uns hier erstmal um. Ich meine, hier war auch mal irgendwas. Na, hier will das Pferd nicht so rauf. Dann brauchen wir nicht. Ja. Oder vertue ich mich hier gerade mit der Gegend? Ja, ich glaube schon. Da flitzt irgendein Eichhörnchen weg. Stecken wir aber auch noch ein. Oh, das hängt im... Das Eichhörnchen scheint in dem Wagen zu hängen, wie ihr seht. Ja, dann... Ist das wohl weg. So, wir reiten hier runter. Da bin ich mir ziemlich sicher, waren wir schon an dem Häuschen. Kennen wir. Okay, dann. Yep. Geht's hier weiter. Oh! Seht ihr das da oben? Da. Da baumelt einer. Dann geht's hier hoch, würde ich mal sagen. Kommen wir denn dahin? Ja. Zeige ich euch jetzt gleich auf der ganz großen Karte hier, aber ich sag mal, da sind wir gut aufgehoben hier. Wo ist das? Genau hier.
Jetzt sehen wir auch die Leiche. Oh, ein bisschen aufpassen hier, dass wir hier nicht abschmieren, ne? Der arme Kerl. Also das machen wir so, ne? Der braucht ja das nicht mehr, was er dabei hat. Oh, er hat einen Brief. Dann schauen wir mal. Oh, wer auch immer dies findet, es tut mir leid. Ich war lebend schon wertlos und bin tot. Oh Gott, ist das traurig. Und tot bin ich auch noch weniger wert. Oh Mann, das lesen wir vielleicht gar nicht. Das ist ja richtig traurig. Oh, letzter Satz, ich war ein Idiot und werde neben dem Monument meiner Idiotie sterben. Okay, armer Kerl. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas rumliegt, was wir gebrauchen können. Ne, da kann man nur rumgehen. Oh, 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 oh. Solche Abschiedsbriefe lese ich nicht. Dann gucken wir mal, was gibt's hier? Ein Apfel. Den Rum kann ich nicht mehr. Da gibt's. Oh, eine Broschüre. Ja, Broschüre für Spezialarznei. Die müssen wir gleich lesen. Machen wir ihm anders. Da ist er. Wieder was gelernt. Ginseng-Schafgabe, Muskatkraut oder Seidenpflanze. Alles klar. Jetzt den Spaß hier untersuchen. Dann sehen wir jetzt auf der großen Karte. Das haben wir jetzt eingezeichnet. Und dann kann ich hier den Rum nicht nehmen, ne? Das machen wir anders. Das ist es nicht. Wo habe ich den denn? Guter Brandy. Da ist er. Auf den Schreck. Und jetzt können wir den noch mitnehmen. Oder hätte ich beinahe einen Schmuck vergessen. Und Platinfäne aber. Und dann schließen wir die Truhe. Oh Gott. Und verlassen diesen traurigen Ort. Oh, 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 oh. Jetzt nur nicht sterben hier. Oh Gott, wie lange kugelt er denn? Aber mal so richtig. Auf den Schrecken. Esse ich noch was anderes. Let's go, girl. Ja, dann schauen wir erstmal. Wie lange nehme ich hier schon auf? Ach, 18 Minuten. Da ist ein Widder. Gleich mehrere. Der wäre super. Easy, whoa. Ich brauche den am Stück. Aber die Frage ist, brauche ich eigentlich... Oh, nee, nee, nee. Wenn ich den, glaube ich, abziehe, gammelt der noch schneller, ne? Ja, Planänderung. Es geht zurück ins Lager. Und für solche Aktionen wäre es echt clever, wenn wir einen Schnellreiseposten hätten, oder? Denn selbst wenn... uns jetzt irgendwer, irgendjemand, irgendwas Wichtiges passiert hier auf dem Weg. Können wir es eigentlich nicht machen.
weil uns sonst der Kadaver vergammelt. Aber ich finde, Arthur hat's verdient. Weil ich glaube, das kommt an seinen Wagen. So, Moment mal, das Navigationssystem zeigt, ich soll andersrum reiten. Warum das denn? Ach so. Weil es Jacke wie Hose ist. Ja, komm, machen wir auch. Und das meine ich, ne? Irgendwas passiert. Ich sag's erst noch, wenn wir doch... Aber... Ich bringe das jetzt zurück ins Lager. Hier nochmal immer Augen auf. Ab und zu hier checken, ob irgendwo was leuchtet. Ich meine hier irgendwo. Aber ich vertue mich da bestimmt. Waren auch irgendwo Saurierknochen. So ein Sprung kann richtig schief gehen. Müssen wir aufpassen, dass dieses Pferd nicht stürzt hier. Denn sonst sind wir den Widder auch schon wieder los. Kann man hier noch ein bisschen abkürzen eigentlich? Ja, so ein bisschen kann man das. Moment mal. War doch noch so eine Ochsenhaut oder so, ne? Easy, easy. Okay, das ist Rind. Das ist Rind. Das ist alles Rind, ne? Was haben wir denn da? Das ist ein Bulle. Aber ich glaube, das ist Ochse, was wir brauchen. Yep. Das Risiko gehen wir jetzt mal lieber nicht ein. Hirsch kann man jede Menge gebrauchen, spielt gar keine Rolle. Nehmen wir auch. Und dann auch am Stück mit. I know, girl. Just give me a second. Aufladen, den Spaß. Ach so, um Pluspunkte hier beim Pferd zu sammeln, sprich für die Verbundenheit, da packt man was drauf und nimmt es wieder runter. Also am besten das, was man draufgepackt hat. So. Und dann seht ihr, rechts, zack, plus eins. Nochmal. Und wieder ein Pluspunkt gesammelt. Also so einfach geht's. Oh, hier ein bisschen aufpassen. Oder nicht abschmieren. Den Jungs halten wir auch ein bisschen Abstand hier. Die mögen uns nicht. Oh, das Pferd müssen wir mal eben striegeln. Auch das erhöht die Verbundenheit. Don't take long.
füttern können wir sie auch. Sorry, girl. Und dann sind wir ja gleich auch schon wieder am Lager. Meine, mit diesem Pferd haben wir erst Verbundenheitsstufe 2. Deswegen geht dem da auch so ein bisschen die Ausdauer schneller aus. Hier ist ja unsere Markierung. Und noch sehen wir hier, ist an den Büschen nichts nachgewachsen. Das war ja die Frage. Aber wir behalten das natürlich im Auge. Who goes there? It's Arthur. Wondered when you'd roll back in. Yeah. So, dann spenden wir mal. How are you? Hi, Arthur. Well, Jose, how are you? Meine Güte, da zieht sich ja hier. So, jetzt aber. Hey, Arthur. Spenden. Don't forget to go hunting, Mr. Morgan. Also, Gabelbock kann weg, der ganze Widderkadaver kann weg. Hirsch unten noch einer. Und jetzt gucken wir mal, was wir verbessern können. Das ist, glaube ich, Arthurs Unterkunft. Da ist es, Widderschädel. Und das machen wir jetzt. Und da, seht das, fehlt uns noch ein Ochse. Guess we'll see if anyone notices. As you wish, my friend. Jetzt spenden wir mal noch ein bisschen und ich glaube, der Schnellreiseposten, der wird jetzt beim nächsten Mal, oder? Und ich glaube, immer wenn man mindestens 21 Dollar spendet, dann gibt es immer einen Pluspunkt. That is what I like to see. Da seht ihr das rechts, einmal plus, also Beitrag leisten, Knete spinnen. Keep it coming. Und wieder gibt's rechts, ein Pluspunkt. Einmal machen wir den Spaß noch. Und dann machen wir Schluss, geht's in der nächsten Folge weiter. Denn uns ist die Ehre ja wieder ein bisschen abgesackt. So, das war eine weitere Folge der Story. Aber mit Angel habe ich jetzt keinen Bock zu sprechen. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.